Hallo, ihr wundervollen Widder- und Widder-Aszendenten, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Jahreshoroskops. Und da werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Bewegungen der Liebesplaneten Venus und Mars, wann sie besonders romantisch stehen und wann es kritische Phasen gibt. Außerdem schauen wir uns die Tendenzen für den Januar genauer an. Mit den Monatshoroskopen geht es dann im Februar wieder weiter. Aber auf eure Top-Tage im Januar müsst ihr nicht verzichten, die zeige ich euch in einem Extra-Video. Bevor wir loslegen, habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Mein Jahreshoroskop 2018 gibt es nun auch als Buch. Darin findet ihr das gesamte Jahreshoroskop mit allen 12 Sternzeichen und der kosmischen Schwingung Teil 1 und Teil 2 zum Nachschlagen und Nachlesen. Ihr könnt es als Buch bestellen oder auch als E-Book, um es auf eurem Tablet oder Smartphone zu lesen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das Buch zahlreich bestellen würdet, denn damit unterstützt ihr die viele liebevolle Arbeit, die ich in dieses Jahreshoroskop hineingesteckt habe. Es kostet als Buch 19,99 € und die E-Book-Ausgabe kostet 14,99 €. Ihr könnt es ab sofort bestellen. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Infokarte und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und ich habe auch wieder eine Verlosung für euch. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Der Januar beginnt ziemlich aufregend für euch. Fünf Planeten haben sich im Steinbock versammelt, alle in Spannung zur Widdersonne und dabei auch die Venus und die wilde Lilith. Und diese Spannung spitzt sich zu am 2. Januar zu Vollmond. Es kann also in der Liebe hoch hergehen bei euch. Ein Flirt oder eine Liebelei, die ihr mit ins neue Jahr gebracht habt, kann sehr heiß werden und vielleicht müsst ihr da sogar ein bisschen für Ruhe sorgen. Bei festliierten Widdern droht das eine oder andere Scharmützel mit dem Partner, vielleicht weil sie sich gleich im neuen Jahr wieder in die Arbeit stürzen wollen, statt sich mehr der Liebe zu widmen. Keine Sorge, ab Mitte Januar wird es ruhiger und freundlicher. Der Neumond am 17. Januar steht für euch im 10. Haus der Karriere. Und wenn ihr da meditieren und euch Ziele setzen wollt, dann denkt nach über eure berufliche Entwicklung und was ihr im kommenden Jahr für eure Karriere erreichen wollt. Ihr könnt auch über eure wahre Berufung nachdenken und darüber, wie ihr diesem persönlichen Ziel im neuen Jahr näher kommen könnt. Ab dem 18. Januar geht die Venus in den Wassermann und damit in einen freundschaftlichen Aspekt zu eurer Sonne und das bis zum 11. Februar. Und vom 26. Januar und dann bis zum 17. März habt ihr den Mars in einem sehr guten Verhältnis zu eurer Sonne, nämlich im Zeichen Schütze und das in eurem 9. Haus der Reisen. Das ist ideal für alle sportlichen Widder, die gerne Wintersport machen oder schon mal in die Sonne verreisen wollen. Wenn ihr Solo seid, würdet ihr dabei nichts anbrennen lassen. Die Mondfinsternis vom 31. Januar steht günstig für euch. Vielleicht müsst ihr Freunden zur Seite stehen, die in einer emotionalen Sache verstrickt sind und daran zu knabbern haben, und die freuen sich dann über euren Zuspruch und eure Ablenkung. Vom 6. bis zum 31. März geht die Venus durch euer eigenes Zeichen. Das ist immer toll für die Ausstrahlung, um sich selbst etwas Gutes zu tun und um andere Menschen zu bezirzen und zu verführen. Ihr kommt dann besonders gut an bei anderen Menschen, habt romantische Chancen oder könnt schöne Aktivitäten mit dem festen Partner erleben. Allerdings gibt es einen kleinen Wermutstropfen, weil nämlich die Venus so um die Mitte des Monats in eine harte Spannung hier gehen wird zu Saturn, Lilith und Pluto. Da kann es sein, dass ihr da Herausforderungen zu meistern habt oder vielleicht auch durch eure berufliche Situation. Aber trotzdem, ihr habt die Venus im ersten Haus und könnt deswegen mit Charme punkten und einfach auf eine liebevolle Art und Weise dann damit umgehen. Wenn die Venus durch die Zwillinge geht, ist das immer ein erfreulicher Aspekt für die Widdergeborenen und das passiert vom 24. April bis zum 19. Mai. Aufpassen bitte nur in der Zeit vom 5. bis zum 11. Mai. Da kann es Missverständnisse geben, gerade bei Liebesnachrichten oder wenn ihr jemanden im Internet kennengelernt habt. Sehr wichtig für euch ist die Phase, wenn euer Herrscherplanet Mars rückläufig ist, und zwar vom 26. Juni bis zum 27. August und das in den Zeichen Wassermann und Steinbock. In dieser Zeit habt ihr wahrscheinlich häufig das Gefühl, dass gar nichts mehr geht, dass ihr euch fühlt wie in einem Traum, wo ihr weglaufen wollt, euch aber nicht bewegen könnt. Dann gilt keine Panik.
Am besten, ihr nehmt euch während dieser Zeit Urlaub und verlegt nicht gerade super wichtige Projekte in diese Phase. Da muss man einfach Geduld haben und gelassen bleiben. Doch die Konstellation bringt es auch mit sich, dass sich der Mars insgesamt fast 5 Monate im Zeichen Wassermann aufhält. Und das ist grundsätzlich ein positiver Aspekt zur Widdersonne, nämlich hier aus dem Haus der Freundschaft. Und besonders gut ist es natürlich, wenn der Mars währenddessen im Vorwärtsgang ist. Deswegen günstig für euer Vorwärtskommen sind besonders die Zeiten vom 16. Mai bis zum 26. Juni, wenn er rückläufig wird, und vom 11. September bis zum 15. November. Weitere Einzelheiten darüber erfahrt ihr dann in den Monatshoroskopen, wenn es soweit ist. Vom 13. Juni bis zum 9. Juli geht die Venus durch den Löwen und aktiviert damit euer Haus der Lebensfreude. Und das bringt auch für Singles sehr interessante Chancen, neue Leute kennenzulernen. Besonders dann, wenn die Venus hier die Mondknotenachse kreuzt und dabei genau gegenüber vom Mars steht. Das ist sicherlich eine sehr prickelnde Phase rund um den 19. Juni herum. Vom 7. August bis 9. September läuft die Venus durch euer Partnerhaus. Das sind immer gute kosmische Nachrichten. Allerdings wird die Venus dabei auch eine Spannung zu Saturn bilden. Und dann ist sie möglicherweise nicht so gut gelaunt und nicht in Flirtstimmung, und zwar vom 7. bis zum 13. August, wobei das vor allem die erste Dekade der Widder betrifft. Doch danach gilt bis zum 9. September, dass Begegnungen und geselliges Beisammensein durch die Venus gefördert werden, und für alle Solo-Widder ergeben sich natürlich gute Gelegenheiten zum Flirten. Am 5. Oktober und bis zum 16. November wird die Venus rückläufig und läuft dadurch dann auch noch mal zurück in euer Partnerhaus, und zwar in der Zeit vom 1. November bis Anfang Dezember. Und das kann dann noch mal für einigen Liebeswirrwarr sorgen. Ein frisch eroberter Flirtpartner überlegt es sich vielleicht noch mal anders, oder es taucht jemand aus der Vergangenheit auf, der eure bestehende Beziehung aufmischt, weil euer Partner feststellt, dass es mit der Person immer noch prickelt. Da müsst ihr dann gegebenenfalls euer Territorium verteidigen. Aber ab Mitte November wendet sich das Blatt ja zu euren Gunsten, wenn die Venus wieder im Vorwärtsgang ist. Rückenwind erhaltet ihr auch durch Glücksplanet Jupiter, denn der wird ja ab dem 8. November ins Zeichen Schütze gehen. Hier ist er schon drin, und das ist super positiv für die Widdersonne. Und diesen wunderbaren Glücksaspekt mit Jupiter genießt ihr dann für die nächsten 13 Monate. Das waren die Highlights und die kritischen Phasen eures Jahres 2018. Wenn ihr eine persönliche Horoskopberatung bei mir buchen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Am besten ihr bucht direkt über meine Homepage oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an. Alle Infos dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Und hier nochmal eine kleine Erinnerung an meine nächsten Webinare. Am Freitag, den 12. Januar, gibt es den Online-Workshop Saturn-Probleme heilen, wie ihr den Saturn-Transit durch den Steinbock erfolgreich und gesund meistert. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar. Maximal 12 Teilnehmer in einer kleinen Gruppe, und jeder kann mir eine spezifische Frage stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Bei der Verlosung gibt es wieder 15 Minuten Beratung zu gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen interessanten und konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Natürlich möchte ich euch auch meine anderen Video-Specials empfehlen, zum Beispiel über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen. Die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit den Liebessternen im neuen Jahr und alles Gute mit den Sternen.